Moin, hier ist wieder der Schatten, also weiß mit einem neuen C64er Video. Heute spiele ich das Spiel Speedy Slug. Und das sieht ja schon mal halbwegs professionell gemacht aus. Die Musik geht auch in Ordnung. Gucken, was das Spiel sagt. Ja, und dann ist jetzt zur Abwechslung mal kein Spiel, was nur 20 oder 30 Blocks groß ist. Das lädt also nach. Okay, von 1995. Das ist also auch ein bisschen neuer. 1995 hatte ich schon meinen PC, da war der Amiga schon wieder out. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel einen eigenen Schnelllader mitbringt. Von daher könnte es sein, dass die Ladezeiten im Original ein bisschen länger sind. Ich habe hier immer noch meinen Speedos da drin. Wobei ich jetzt fast schon glaubt, dass die Ladezeiten... Okay, das sieht aus wie ein Plattformspiel. Okay, ich kann schießen, ich kann hüpfen. Also die Grafik ist eigentlich schon mal okay. Weil die Diamanten erinnern mich jetzt irgendwie an Giannis, ist das. Kann ich da überhaupt hin? Okay, da darf ich nicht gegen. Sollte man auch mal sagen. Kann ich da drüber springen? Ne, kann ich nicht. Muss ich also von der anderen Seite hin. Also ein bisschen doof. Kann ich denn rückwärts gehen? Ne, kann ich auch nicht. Also komme ich da wahrscheinlich gar nicht hin. Statt aufsammeln? Ja, kann ich. Weil auch immer das bringt. Also Grafik, Musik geht auf jeden Fall in Ordnung. Ach, scheiße, ich darf ja nicht gegen die komischen Dinger. Ah, und ich habe nur eine begrenzte Anzahl an Schüssen, okay. Und das probiere ich auf jeden Fall nochmal. Na komm. Oh ne, jetzt muss der Titelbild wieder neu laden, ist doch zum Kotzen. Ja, deswegen habe ich eigentlich Spiele, die auf Kassette kommen, lieber gehabt. Zumindest die Spiele im Allgemeinen, die nur einmal geladen haben. Weil hier den Level jedes Mal neu zu laden, das ist albern. Hätten wenigstens irgendwie was machen können, eine Abfrage, ob ich den Level nochmal spielen will. Oder ein Continue oder sowas. Aber jedes Mal wieder neu laden, das ist... Das ist ätzend, das ist scheiße. Und was mir auch aufgefallen ist, jetzt im Vergleich zu, wie hieß das eine Spiel nochmal, Saliva Kit, hier haben die keine zwei Sprites übereinander gelegt, um den höher auflösend wirken zu lassen. Okay, da hinten komme ich also nicht hin. Ne, ich probiere das erst gar nicht. Da gehe ich sowieso jedes Mal mal drauf. Okay, da gibt es auch oben irgendwie nichts, was interessant sein könnte. Also irgendwie fehlt mir da noch ein bisschen die Action in dem Spiel. Scheiße, ich muss ihn dreimal abknallen. Okay, dran denken. Da muss ich drüber springen. Ach, scheiße. Ach, kacke. Okay, an den Kisten komme ich halt nicht vorbei. Das muss man aber auch erstmal wissen. Wenn ich da von der Anleitung... Kann ich das... Nee, gehe ich auch dran kaputt.
Ja, das ist scheiße, dass man nicht sehen kann, woran man jetzt kaputt geht und woran man nicht kaputt geht. Also was ein Power-Up ist und was ein tödlicher Gegner ist, das kann man jetzt ja durch Ausprobieren rausfinden. Aber es wäre irgendwie schöner, wenn man das irgendwie sehen könnte, wenn das offensichtlicher wäre. Und ich probiere das jetzt trotzdem noch einmal. Und ich kann mich sogar eintragen. Wahnsinn. Na komm. Und die Geräusche, die das Diskettenlaufwerk macht, das liegt an der Diskette, das liegt nicht am Diskettenlaufwerk. Ja, das ist eigentlich in Ordnung. Aber da ich ja immer die gleiche Diskette nehme, verschleißen die dann auch mal. Ich mache die Videos ja auch jetzt nicht erst seit gestern. Und nach einem Jahr oder zwei in Benutzung ist so eine Diskette dann halt auch irgendwann mal durch. Ist das hier was zum Aufsammeln? Nee. Ah, scheiße! Aber trotzdem, irgendwas fehlt mir an dem Spiel. Ich kann auch nicht genau sagen, was mir da fehlt. Okay, hier bin ich eben drauf gegangen. Ich muss jetzt also drüber springen. Ach, wieso konnte ich da nicht drauf landen? Bin ich nicht weit genug gesprungen? Ah, okay, ich kann auch runter. Naja, das war jetzt dämlich. Ich wollte gerade sagen, ich kann auch runter, aber hier ist runter ziemlich scheiße. Mindestens zweimal runter. Scheiße! Okay. Warum bin ich jetzt da runtergefallen? Konnte ich da nicht eben drüber laufen? Na egal. Das Spiel geht irgendwie in Ordnung. Mir fehlt ein bisschen was, aber es ist nicht das Schlechteste, was ich in der letzten Zeit gespielt habe. Bei weitem nicht. Also Grafik, Sound und Musik. Sound ist ja keiner da. Aber Grafik und Musik geht absolut in Ordnung. Steuerung ist auch gut. Aber irgendwas fehlt mir trotzdem an dem Spiel. Naja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und danke fürs Zugucken.